Michael will ein neues Thema der deutschen Grammatik lernen, die Endeklination. Er sucht Informationen darüber, aber nach Stunden hat er nur einen Stapel davon gesammelt. Und leider, er versteht noch nicht das Thema. Aber dann hat er eine Idee. Er sucht noch ein bisschen und entdeckt, dass eine komische Endeklination Haus in seiner Nähe ist. Er muss unbedingt dahin gehen. Und das ist das Endeklinationhaus. Was kann das sein? Mein Freund, es gibt nur einen Weg, um das zu wissen. Hallo, mein Name ist Jenny. Willst du die Endeklination lernen? Dann bist du hier genau richtig. Zuerst musst du die Regeln der Endeklination wissen. Die Endeklination besteht aus der Endung en oder n in einigen maskulinen Nomen, wenn sie dekliniert stehen. Ein Beispiel: der Student. In der Tabelle sehen wir die Endung en für jeden Caso. Es gibt nur eine Ausnahme: Nominativ Singular. Dieser hat keine Endung. Und jetzt kommen wir zu einem Beispiel. Die Noten der Studenten sind sehr gut. Ein Thema wird von dem Experten erklärt. Ein Student hat die Prüfung bestanden. Die Endeklination ist nicht schwer. Sie gilt für bestimmte und unbestimmte Artikel. Ganz klar, oder? Aber welche maskulinen Nomen gehören zur Enddeklination? Wir haben sie hier in 5 Gruppen geordnet. Begleite mich, ich werde es dir zeigen. Pass auf! Die erste Gruppe. Alle maskulinen Nomen auf E. Wir haben sie in 3 Untergruppen geteilt. A. Personalbezeichnungen. Zum Beispiel der Bote, der Experte, der Neffe. Beispielsweise: Morgen ist der Geburtstag meines Neffen. Ich frage den Experten nach mehr Informationen. B. Landesbewohner. Der Brite, der Franzose, der Chinese. Es gibt nur eine Ausnahme: der Deutsche. Beispielsweise: ich lade den Briten zu einem Kaffee ein. Das Lieblingsessen der Franzosen ist Pasta. C. Tiere. Der Löwe, der Hase, der Affe. Beispielsweise: die Geschwindigkeit eines Löwen ist beeindruckend. Ein Passant fütterte einen Hasen. Die zweite Gruppe. Alle maskulinen Nomen mit der Endung an, ant, ent, ist, oge, at. Der Pianist, der Student, der Biologe, der Elefant. Ein Beispiel: das Instrument des Pianisten ist sehr teuer. Im Zoo gibt es einen riesigen Elefanten. Die dritte Gruppe: Personalbezeichnungen. Der Prinz, der Held, der Mensch, der Bauer. Ein Beispiel: die Frau hat ihren Prinzen gefunden. Die Arbeit der Bauern ist sehr schwer. Vierte Gruppe: andere Nomen, viele aus dem Griechischen stammende Wörter. Zum Beispiel: der Astronaut, der Athlet, der Satellit. Beispielsweise: die Vorbereitung eines Astronauten ist sehr lang. Die Medaillen der Athleten sind aus Gold. Fünfte Gruppe: Ausnahmen. Genitiv mit NS statt N in dem folgenden Nomen: Name, Glaube, Buchstabe, Gedanke und Friede. Beispielsweise: wegen seines Namens ist er sehr berühmt. Das Herz. Zum Beispiel: das Geschenk kommt von Herzen. Dankeschön fürs Zuschauen. In der Beschreibung des Videos findest du eine Zusammenfassung zur Endeklination und weitere interessante Beispiele. Fragen und Anregungen? Lass diese einfach im Kommentarfeld zurück. Falls dir unser Video gefallen hat, teile es bitte und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß!
created using Powtoon.